immer dieser Müll, der sich so auf der Carrack ansammelt, wenn man irgendwelche Missionen macht. Muss ich den jetzt echt mit dem Fahrstuhl hier runter schaffen? Ja. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. So, kommen Sie mit, junger Mann. Der ist ja vor allem ein richtiger blinder Passagier, der war überhaupt nicht eingeladen hier. Ja, deswegen müssen wir ihn ausladen. Geh nochmal auf die Tür. So, jetzt bin ich noch 200 Kilometer. Komm mit. Er fliegt und au, au. Wo ist er hin? Wolfi ist weg. Was? Er ist schon wieder geflohen. Keine Ahnung, wo der hin ist. Eben ist er, ich bin aufs Maul gefallen wegen der Beschleunigung und dann war er auf einmal weg. Siehst du ihn irgendwo? Nein. Direkt ins All entsorgt. Ja. Ja. Vermutlich. Schiff gepackt. Oh, jetzt liege ich auch. Sehr gut. Bleib lieber liegen. Ja, Beschleunigung ist zu Ende, ihr könnt wieder aufstehen. Okay. Wo ist denn die Leiche hin? Ich muss mal in den Ursaar gucken, da hatte ich da immer eine Leiche drin, da war die auch irgendwann mal weg. Ja, das lag glaube ich daran, dass der Server dann meinte, dass die Leiche wieder am Ursprungsort liegen sollte. Ja, ja gut. Ich habe nämlich im Video nämlich auch gesehen, dass du da an einem Punkt hattest du eine Leiche weggenommen, also da lag in dem Moment nur eine. Ja. Er hat es ja in den Rover gepackt, dann war die im Rover ja verurteilt. Dann bist du zurückgerannt, dann lagen da plötzlich drei Leichen. Mhm. Und dann bist du mit einer wieder zum Rover und dann war die erste weg. Und ich schätze mal, dass eine von den drei nämlich die war, die du vorher im Rover gelegt hattest. Na warte mal, vielleicht ist die Leiche dann wieder auf dem Oberdeck, Wolfi. Hm. Ach so, ja. Ich geh mal gucken. Das ist ja mühselig dann. Nee, hier ist er nicht. Ich schau dir einfach einen Frachtdinger an. Kann auch sein, dass sie jetzt neben dem zerstörten Raumschiff schwebt. Ja. 100 Kilometer. So, Rekard, du bist schuld, wenn wir abstürzen. Ich will keinen Druck machen. Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn die Leiche ist weg. Egal. Hat der sowieso nicht hierher gehört. Ich weiß nicht, ob ich das Licht anhabe oder ausschalte. Musst du mal gucken. War das von außen? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hm. Ich gleich gucken, wenn ich am Boden ankomme. Wirklich. Also ich sehe keine Lichter. So, muss mal vom Gas gehen. Es gibt übrigens wieder das Gerücht, dass Port Olisar jetzt dann endlich entsorgt werden soll, ne? Ja, ist jetzt kein Gerücht mehr, ist jetzt offiziell, ja. Ja, ja gut. Ja, bei 3.20 soll es jetzt ersetzt werden. Gibt es wenigstens eine Show dafür? Ja, sie hatten jetzt gestern irgendwie so ein Video veröffentlicht, wo sie sozusagen die Station auf den Planeten abstürzen ließen. Wäre doch mal was. Oh, wir haben einen hübschen Glüheffekt. Juhu! Hinein! Ein bisschen mehr bremsen, ne? Bremsen wir an der Oberfläche? Hilfe! Hilfe! 22 Kilometer sind nicht viel, wenn man mit Vollspeed da auf den Planeten zurast. Also noch zeigt der Flugvektor über den Mond. Ja. Ist jetzt genau unter uns. Musst ein bisschen aufpassen, das kennst du, ne? Mit den, wenn man dann ranfliegt, dann verschwindet der Marker, wenn man eine gewisse Entfernung hat. Das heißt, genau anpeilen. Ja, ich will jetzt mal vom Tempo runterkommen. Ja. Das Ding ist jetzt genau 15 Kilometer unter uns. Ja. Schade, dass die Höhlen jetzt immer noch so sind, sonst könnte man mit dem Rover reinfahren, aber das geben die wenigsten Höhlen überhaupt her. Da wäre man zumindest. Ja, das ist für Porto dieser. Ja, dass sie für Porto dieser keinen Abbauauftrag machen. Wenn man Reclaimer was zu tun. Das wäre mal geil, ja. Dann hättest du allerdings ein paar Tage zu tun. Doch egal. Naja, ich glaube, da wäre der nicht der Einzige, der da mit einer Reclaimer daneben hängt. Das glaube ich auch. Bauen da 20 Reclaimer an der Station ab, ist ja auch gut.
Doch, da würde ich fast schon sagen, die Portröser ist innerhalb von einer Stunde weg. Ja. Ja. Extra so ein Event gestartet, so Timer läuft, so 3, 2, 1 und eine halbe Stunde später alles abgebaut. Event-Timer 3 Stunden. Na, ich bin erstmal auf die Schiffstraktorstrahlen gespannt, die sollen ja auch kommen. Also wird ein echt großer Patch. Erstaunlich, da kommen immer wieder neue Sachen, die sie machen wollen. Wobei ich ganz guter Hoffnung bin, dass die Schiffstraktorstrahlen jetzt nicht für allzu viel Chaos sorgen. Also ich denke mal, die Traktorstrahlen haben sie drauf, ob sie die nur an Schiffe bauen oder nicht. Ich hoffe, das funktioniert. So, 12 Kilometer noch, 11 Kilometer. Drück mal L. Oder haben wir Lichter an? Ich weiß es nicht. Okay, man sieht, noch zu hoch. Man sieht keinen Unterschied, ja. Ja. Von außen ist jetzt auch nichts zu sehen, ob da jetzt Beleuchtung irgendwo an ist. Ich glaube, ich bin erst einmal in meinem Star Citizen-Leben mit der Karak gelandet. Mal gucken. Jawohl! Ja, sie hat halt das Problem, dass sie sehr viel Platz braucht. Also sehr viel Ebenenplatz. Eliminieren Sie die Hostiles. Okay, kriegen wir hin. Geht das eigentlich immer noch, dass man mit der A2 einfach eine Bombe über dem Ding abwirft und dann sind die alle tot? Das weiß ich nicht. Ja, weil die so, jetzt gerade bleiben. Ach so, cool. Gerade bleiben. Und hinten nochmal L drücken vielleicht. Mal so senkrechten Landeanflug. Vorsichtig Richtung Boden. Also schreit, wenn ihr den Boden seht. Ja, ich versuche ihn zu sehen, aber ich sehe gar nichts. Kann ich die Tür öffnen? Nee, noch nicht. Okay. Ja, Aberdeen bei Nacht ist grauenhaft. Ja, der Nebel ist schon schlimm genug, ne? Ja. 3 Kilometer noch. Ja. Bis zum Boden. Ja. Also ab 1,5 sollten Scheinwerfer eine Wirkung haben. Ich glaube, ich sehe sie. Also die Höhle. Ja, geradezu ist sie. Da ist ein heller Fleck. Also ich sehe gar nichts. Doch, da direkt. Mach mal L, drück nochmal L. Zack, ah, jetzt. Da ist er, siehst du? Ja. Ich glaube, hier links könnte Platz sein, ne? Ja, also sieht zum Glück alles recht flach aus hier überall. Ja, wir hätten ein Bodenfahrzeug zum Hinfahren. Eben, wir haben ja eine Ursa Rover. Dürfen sie nur nicht aus den Augen verlieren. Fliegen nicht zu weit weg. So, fahr weg. Ja. So rum. Ja, fahr weg sollte helfen. Du bist noch mit der Nase ziemlich weit oben, ne? Jetzt sieht es besser aus. Alles im Griff. Läuft. Sieht gut aus. Ja. Eventuell so drehen, dass du mit der. Dass du zur Höhle zeigst, dann hat man die ein bisschen beleuchtet. Ich glaube nicht zu erkennen, ob der Boden gerade ist hier. Ja, doch, der ist relativ gerade. Da ist sie. Gut. Vorsicht, das linke Landebein ist. Ja, okay. Das ist vorbei. Jetzt kannst du. Hier kannst du absetzen, glaube ich. Versuch es. Macht gerade nichts. Achso, ich bin zu schräg. Ja. So, okay. Sieht gut aus. Decke aus. Motor aus. Auf zum Einsatz. Ach, jetzt zeigt das an. Decoy und Noise. Ah, jetzt geht's auch. Jetzt? Als ich gelandet bin, zeigt er jetzt auch einmal rechts das an. Da ist auch irgendwas kaputt. Und jetzt konnte ich auch einen auswerfen. Also gelandet muss man sie werfen. Genau. Ist doch was kaputt. Also ich öffne mal die Tür. Ich muss das Fahrwerk ausfahren, damit die funktionieren.
wir den Ausgang finden. Kann natürlich sein, aber das wäre natürlich völlig bekloppt. Einfach vom Cockpit nach hinten gehen, das seitlichen Aufzug, wo du dann runterfahren kannst zum Subdeck. Wer ist bei euch der Partyleader? C'est moi. Ich muss mal einladen. Dann mach ich gleich, warte. Ja, komm rein. Sehr schön. Blizzardo. Attacke. Nur zumachen oder auflassen? Oh, ich glaube, können wir auflassen. Wird schon keiner kommen. Ah, da geht's runter. Hi, juhu. Ich bin gerade noch unbewaffnet, ihr müsst also erstmal für mich ein paar Gegner töten. So, kriegen wir hin. Wolfi hat ja genug. Wolfi hat ja genug Knarren. Was? Ich habe auch nichts. Nur eine Pistole und die Muni ist auch gleich aus. Was hast du mit den Waffen vorhin gemacht? Wir hatten noch welche aufgesammelt. Die sind beim Serverwechsel entschwunden. Da hat er wahrscheinlich nicht schnell genug alles abgespeichert. Ich hatte die Waffe behalten, die ich mit einem Rucksack gepackt hatte. Nicht schießen, ich bin unbewaffnet. Redbeard vor. Ja. Kein Mining Attachment dabei. Ich auch nicht. Oh, warte mal. Ja, genug. Genug finden. Redbeard hat schon den ersten erschossen. Und den zweiten. Und den dritten. Oder? Ich habe bisher noch nicht mal einen gesehen. Loot! Sollen wir die mitnehmen oder willst du dich erstmal einkleiden, Wolfi? Nimm da gleich die Waffe. Oh. Ja, nimm mal die Waffe. Ja. So. Oh, da wird geschossen. Black, Vorsicht. Ja, ich versuch's gerade. Ja. Du stehst im Feuer. Nein, ist alles gut. Bin der Mann unter Feuer. Da ist noch einer. Du musst noch looten. Ins Gesicht. Oder? Schrotflinten sind doch was Feines. Die Knarre nehmen wir mal mit hier. Na, komm schon. Oh, die Munition. Was bräuchtest du? Munition. Musst du mal die Typen looten. Auch manchmal so bei der Brust- und Beinrüstung mal reinschauen. Die kannst du auch öffnen. Loot. Oh, der hat tatsächlich... Oh, der hat ein Mining Attachment dabei. Wie praktisch. So, was hat er noch dabei? Ein Tool. Dann nehmen wir auch mal mit. Komm. Ja, das ist eine Lootbox. Mit einem Arm. Sehr gut. Mit einem Arm? Eine Armrüstung. Mal, wo müssen wir denn jetzt lang? Jetzt habe ich den Weg vergessen. Die Richtung oder die? Wieso ist ehrlich gesagt nicht mehr? Also da, wo ich lang gehe, müsste es weitergehen. Hier sind diverse Mining-Steinchen. Hier müssten es noch sein, ne? Ja. Kuckuck. Ist da wer? Nee. Noch
mehr Mining-Steinchen. Eigentlich müssten wir uns hier mal die Dings vollhauen mit Mining-Zeugs. Das soll ja relativ viel wert sein, oder? Jetzt. Ja. Jetzt müssen wir aber erstmal hier. Eine. Aber bei den A. Büro Harvester Multitool, das ist so ein oranges. Das ist gut. Und Dolovit ist da drin, das nehme ich jetzt nicht. Was? Bin ich hier eigentlich richtig, dass ich hier runtergehe? Ich nehme ja Früchte mit. Einen anderen Weg gibt es nicht. Noch mehr Steine. Tonnenweise wir Steine. Wir folgen dir. Wir folgen dir, wohin du gehst. In den Tod, ja. Okay, genug. Da ist noch genug drinnen. Schau mal her zum Henker, was ist das für eine Höhle? Die Spaßhöhle. Wo war jetzt der Weg nach unten hier? Oh, hoppla. Ja, das meinte ich halt. Wo war der Weg nach unten? Ohne gleich in den Tod zu stürzen. Ich wollte eigentlich da drüber hüpfen und dann da landen. Naja, ah, zum Glück ist ja die Gravitation hier relativ gering. Ja. Aber ich hab den Eindruck, ich bin hier irgendwo hingerannt. Ich keine Ahnung, ob ich genau richtig bin. Ja, da links rum und dann ist alles wieder... Okay. Wo bin ich denn? Oh, nein. Ah. Ah. Nein, ah. Hab's überlebt. Seid ihr noch da? Nee. Ja. Wir alle verlassen. Alle ganz weit hinten. Sind alle unten. So, du bist schon ein bisschen ein paar Meter weiter. Ja. Ein paar hundert für ein paar. Sag mal, her zum Henker, wo... Die Geräuschkulisse in den Höhlen hier ist ja grauenhaft, ey. So, jetzt hab ich mich verlaufen. Kommt ja, komm nach, weil du so schnell bist. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Okay, hier müssen wir scheinbar rauf. Wir werden hier nie wieder rausfinden, kann ich euch gleich sagen. So. Komm, geht's hier nicht rauf? Das ist eine blöde Stelle, wo man nicht klettern kann. Wir sind irgendwo. Ja, das sind jetzt ein paar Gegner und dann haben wir gewonnen. Einer hin? Einer hin? Ich sehe. Gerade außen drei. Sind das Gegner? Ja. Treffe ich den nicht. Okay, kannst du sicher, dass das kein Gegner ist und nicht eine Lampe? Dann lauf ich mal hin. Geh mal, gucken, ewig. Geh mal gucken, Wolfi. Zwei müssen es noch sein. Die laufen da doch. Da sind sie, Wolfi. Rechts von dir. Sehr gut. Haha! Ums. Oh, eine hübsche Pflanze. Oh, fast wäre ich da runtergefallen. Hier drüben kann man hoch. Sollte man. Hm? Wofür ist du runtergefallen? Ja, irgendwo geht's da steil runter. Was hat denn der hier noch so? Gut. So ein Mining Attachment und. Also, keine Ahnung, was ich mit so viel Mining Attachment soll, aber ich nehme es mal mit. Dann lass ich das fallen da. Die Waffe ist besser. Ja, jetzt fest. Komm nicht mehr hoch. Ah, ich bin hochgeflogen. Braucht wer Rucksäcke? Ist eigentlich schade um die ganze Ausrüstung, aber ehrlich gesagt habe ich keinen Bock, die Leichen jetzt nach oben zu buxieren. So, ich stelle mich mal dahin. Redbeard, wo du herkommst, war der Ausgang, ne? Ja. So, hier wo ich bin, ist der Ausgang, genau da, wo Direx ankommt. Sonst kommen wir, verirren wir uns hier. Gab's noch irgendwas zu looten? Naja, höchstens. Habt ihr schon alles geplündert, ne? Rüstungen und Waffen. Die Helme könnte man mitnehmen, weil die nicht so viel Platz brauchen. Ja, wir hatten da gerade geballert. Ja, so an meinem Kopf vorbei. Ja, ich hab auch so den Quatsch drauf geschickt. Kriegt hier noch eine Waffe? Der Happy Trigger Finger.
So, dann versuche ich mal hier wieder rauszukommen. Das wird ich will doch gar nicht so fallen. Ja, so. Eine Waffe würde ich auch noch mitnehmen, wenn noch eine rumliegt. Ja, überall eigentlich. Ja, die liegt so unter den Leichen liegen. So, ich bin gespannt, ob ich hier jemals wieder rausfinde. Wir müssen nur schnell genug laufen. Wenn man schnell läuft, findet man raus? Ist das so? Ja. Dann fällt einem das eher so wie ein Schlauchlevel. Das ist wie ein Schlauchlevel da. Au. Sobald man stehen bleibt und sich umdreht und schaut, wo bin ich denn, dann ist schon schwierig. Verstehe. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Das sieht alles sehr gut aus. No. Nee, die Leichen hole ich jetzt nicht mit. Und Handmining betreibe ich jetzt auch nicht, weil ich jetzt hier gerade relativ voll bin. Kam eigentlich die Meldung, dass wir es geschafft haben? Ja. Ja. Ist nur nicht mehr, was wir bekommen haben. Richtig. Wo ist denn hier der Eingang? Da, wo ich gleich rauskomme. Glaube ich. Ah, da ist Pesado. Da ist er. Und wo Pesado ist, da ist der Eingang. Oh, ich bin jetzt ziemlich am Eingang. Hurra, ich lebe noch und ich bin rausgekommen. Was ein Akt. Guten Tag. Survival Time. Oh, nur noch 3 Minuten Survival Time. Da drin war kalt. Oh. Ich sollte mich tunlichst mal. Wie geht's euch? Also drin ist kein Problem. Du hast wahrscheinlich allgemein so recht kurze Zeit, wenn du draußen bist. Aber nur 3 Minuten ist ein bisschen derbe. Also ich hatte vorhin irgendwie knapp 6 Minuten oder so nur. Okay. Ist ja rüstungsabhängig. Schnell rein. Naja, die 222 Grad, mein Gott. Körpertemperatur 38, ich hab Fieber. Ach, bin drinne. Glück gehabt. So, jetzt müsste es wieder normal werden, oder? Ja. Müssen wir nur noch rausfinden. Ich bin auf dem Weg nach draußen. Die Kerrek ist klimatisiert. Noch ein paar Meter zu laufen, aber... So, warte mal. Ehrlich gesagt, müsste man da mit dem Handmining-Tool noch mal reingehen, oder? Und ich habe ein paar Kisten an Bord. Ich probiere es gerade, aber irgendwie funktioniert da nichts. Oh, war hier der Ausgang. Ah, doch, jetzt tut sich was, glaube ich, oder? Ah, hier. Komm rein, da. Nah dran vielleicht? Nö. Merkwürdig. Nun geh doch bist mal du weit rein. Weg? Du musst dich daran. Mining Tool. Blizzardo, du musst dich daran. Genau. Okay, jetzt sehe ich es auch. Ein schönes Multitool, juhu! Was hast du? Ein oranges Multitool. Aus irgendeinem Grund kann ich die Kerrek voll, nee. Ich kann die Sachen nicht ins Dings lagern. Warte mal, Move All. Was ist denn, wenn ich Move All mache? Was passiert dann? Wird alles von links nach rechts geschoben. Oh. Oder von rechts nach links. Funktioniert sogar. Okay. Ansonsten Shift-Taste gedrückt halten. Ja. Und dann immer einzeln drüber, dann brauchst du nicht das direkt verschieben. Funktioniert sogar sehr gut. So, dann können wir jetzt hier nochmal die... Also wenn eine komplette Leiche, da funktioniert Move All nicht.
Ja. Weil er ein Problem damit hat, weil er dann irgendwie erst den Undersuit mit rüberschieben will. Ja. Und das funktioniert halt nicht, weil die Rüstung noch angelegt ist. Das heißt, ich muss dann separat erst die Rüstung rüberschieben und dann geht das dann auch. Warum habe ich denn nur 3 Minuten? Das ist ja erbärmlich. Ich bin gerade bei 9,5 Minuten. Ja, ich versuch's mal. Ich wende alles in Ordnung. Ich wende mal rüber. Ich habe mein Inventar leer gemacht. Jetzt gucke ich mal, ob ich da ein bisschen Mining machen kann. Ich habe mir jetzt einen Mining-Turm angelegt, aber irgendwie kriege ich keine. Ich muss mit dem Mausrad die Leistung hochdrehen, oder? Ja. Mit Alt-Taste gedrückt halten, dann Mausrad. Ah, okay. Haben Sie das geändert? Scheinbar. Aber auch im Fahrzeug so. Schnell in die Höhle rein. Gott, du kommst um die Ecke und Redbit springt was neben dir in die Luft. Das war ich doch gar nicht. Ich bin gar nicht in der Höhle drin. Nicht? Bei mir, ich war das. Ich bin da gerade so ein Brocken. Also war alles ganz normal. So, wie konnte ich jetzt mit dem Traktorstrahl da einschalten? Mit B kannst du gleich umschalten. Wenn ich die eben noch gesehen habe. Was ist denn hier? Ist denn ah ja. Ja, stimmt. So, warte mal. Dass man so nah ran muss, ist auch nicht gerade ungefährlich. Inspect, customize. Warte mal, wo customize oh, das? Nee. Da. Orbit Mining. Mining Attachment. So. Kommt man denn aus dem Customize-Modus wieder raus? Achso, back. Alles klar. Klang nicht gut. Aber alles gut. Allerdings war nicht gerade viel Erz drin, nämlich. Erstmal scannen. Erz habe ich gesammelt. 5 Stück. Könnte mehr sein. Das ist das nächste. Ja. Ist das noch Erz oder hast du schon abgebaut? Ich habe volle Power, aber da tut sich nichts. Ist das normal? Vielleicht stehst du zu weit weg. Ich stehe eigentlich direkt dran, ne? Also wenn Funken am Stein schlagen, müsstest du da gut dran sein. Ja, da fliegen Funken, aber da passiert nichts. Wichtig ist, dass der Umran nicht angezeigt wird. Ja. Ich hab auch ist einer hier gerade bei mir in der Nähe? Redbeard, kannst du mal... Du, jetzt bist du bei mir... Er hat gerade gesprengt. Kannst du mal herkommen? Soll ich dir was helfen? Ja, kannst du mal mitlasern? Es gibt teilweise auch welche, die verpackt sind. Du laserst ja auch da drüber. Nö, ich laser genau auf den Stein. Da gibt's ja Erschütterungen, das ist ja beängstigend. Passiert da bei dir was, Redbeard? Nee. Okay, dann ist der, würde ich mal sagen, verpackt. Och Mann, wo habe ich jetzt den Stein weggelasert? Da. Na komm. Ich gehe hier nochmal. Will auch einen Stein lasern. Oh. Ich habe schöne Farben bei meinen Strahler. Sag mal, wer ballert hier? Ich ein bisschen. Ach schon. Ah, hier ist noch einer. Versuchen wir mal den hier. Bist du das, Wolfi? Ja. Sag mal, der funktioniert auch nicht. Was soll ich für ein Mining-Tool? Nee, der will nicht. Soll ich mal testen?
Ich hab ein kaputtes Mining-Tool. Passiert da was bei dir? Bei mir zeigt er an, dass er gerade abgebaut wird. Mein Mining-Tool ist bestimmt kaputt. Nee, bei mir, ich sehe da auch nichts. Ja, aber das sieht auch... Ich sehe da... Ich weiß ja nicht, was du da siehst, aber ich sehe da nichts hochwandern. Nee. Gut, oder wie? Komisch. Okay, letzter Versuch, der hier. Scan tut er zumindest mal. Ja, Scan tut er, aber die meisten bauen nicht ab. Ganz hoch drin. Ah, der hier geht. Okay, der hier geht. Gibt es unterschiedlich schwere Steine? Oder wie sehe ich das? Es gibt halt unterschiedliche Arten von Steinen. Ne? Ja, aber wie kriegt man denn, oder muss man dann... Jetzt geht's. Ja, ich musste erstmal den Scan abwarten. Den habe ich abgewartet. Also ich Achso. Warte mal. Soll ich vielleicht dazu halten, Alter? Nein. Spadanita ist ja noch was Gutes, das lohnt sich ja. Wirklich. Ich gehe ganz langsam hoch. Warum glüht der so? Ich bin im grünen Bereich. Warum glüht der so? Bei mir geht das ein bisschen hoch. Ganz alles gut. Keine Panik. Trotz 100%. Okay. Jetzt kannst du mit B, du kannst jetzt mit dem Strahler, wenn du auf B umschaltest, kannst du so Extraction Laser machen, wie beim Rock. Ach so, okay, das ist natürlich... Mit B? Ja. Und dann steht da irgendwie Collection Mode. Mann, das brauche ich ewig zum Abbauen. Du musst ein bisschen warten. Ja, okay, verstehe. Ach, da muss ich noch nicht mal richtig drauf zielen, ne? Ja. Jetzt wieder runter. Okay, das ist praktisch. Jetzt geht's wieder runter. Ach, hoch. Da, jetzt habe ich. Jetzt kann ich. Auch. Jetzt habe ich hochgedreht. Ja, ich glaube, jetzt hast du alle. Fein. Aber da habe ich jetzt auch 99 eingestellt. Guck mal, was habe ich denn eingesammelt? Geht aber nicht mehr hoch. Hadanit. Naja. Das ist ja Wahnsinn. Was ist Wahnsinn? Es geht da hoch. Hadanit ist, glaube ich, gut, wenn ich das recht habe. Ich glaube ja. Ja. Sind überall noch Leichen. Das ist, glaube ich, das Wertvollste. Aber es geht so langsam rund, ist so langsam hoch und jetzt muss ich runterdrehen. Jetzt habe ich ganz auf Null wieder. Nein, nicht auf Null. Das sieht zu stark aus. Dann stelle ich wieder voll, dann wieder Null. Das hier dürfte kein Hadanit sein. Vollgas, Null. Ich glaube, jetzt reicht's. Ja. Ich gehe weg, ich habe Angst. Ein Explodieren hier. Ja! Oh, ich werde erschlagen. Das ist aber auch neu mit dem, dass das Ding einen Traktorstrahl hat, oder? Ja, das haben, glaube ich, mit 3.18 oder 3.19 haben sie es eingeführt, ja. Ich habe so lange kein Handmining mehr gemacht. Ich habe 5 Steine, juhu! Bums, Schepper. Es klingt, als ob die ganze Höhle im Prinzip. Ja, es klingt wahnsinnig nett. Schau, Gott, ist das finster. Nimm ich auch mal Kisten zum Looten? Ja. Was denn? Das gute Dolovin. Keine Ahnung, ob es gut ist.
Rubin ist, glaube ich, das günstigste von dem Zeug. Nein, nein, das ist ganz toll. Was machst du hier, Blizzardo? Ja. Nimm dir doch mal einen Traktorstrahl mit. Wollte ich eigentlich gar nicht, ich wollte eigentlich bloß reingucken. Ich nehme einfach alles mit, was geht. Zeig ihr an, wenn nichts drin war. Natürlich. Ja,